Sie kennen sich seit über 30 Jahren, finden aber erst vor rund 7 Jahren zueinander. Mittlerweile sind Britt und Alex Jolich verheiratet und das Versprechen, in guten wie in schlechten Zeiten zueinander zu stehen, hat bei den beiden, die sich liebevoll Mutti und Vadi nennen, eine ganz besondere Bedeutung. 2017 beginnt Britts Leidensweg mit punktuellen Schmerzen am ganzen Körper. Dann der Schock. Diagnose: Riesenzellarteritis. Die Autoimmunerkrankung führt zur Zerstörung der Organe. Doch damit nicht genug. Infolge eines Schlaganfalls zersetzt sich Britts Milz. Nach der darauffolgenden Operation erleidet das schöne Model einen zweiten Schlaganfall und muss notoperiert werden. Britt braucht dringend eine neue Herzklappe. Während den Monaten des Bangens ist Ehemann Alex Jolich immer an ihrer Seite. Eine echte Belastungsprobe für die Beziehung. Doch wie erging es dem treusorgenden Ehemann während der Krankenhausodyssee? Bunte.de besucht Britt und Alex auf Mallorca und hakt im exklusiven Interview nach. Ja, was soll ich sagen? Also vom Anfang an, ich meine, sie war ja, die Krankheit hat sich ja langsam aufgebaut, wobei wir ja gar nicht verstanden haben, was sich da gerade überhaupt aufbaut. Bis wir dann irgendwann den Professor gefunden haben, der dann auch gesagt, oder die Hausärztin uns zu ihm geschickt hat, weil sie gesagt hat, pass mal auf, das ist der Mann, da musst du jetzt unbedingt hin, oder ihr jetzt. Und da waren wir dann auch, und der hat die Diagnose gestellt und hat dann auch ganz schnell gehandelt. Dann kam sie erstmal für eine Untersuchung da in dieses Krankenhaus. Und für mich im ersten Moment ist das natürlich so, dass auch für mich das ganz irgendwie so gar nicht nachvollziehbar ist. Wieso plötzlich? Ja? Warum? Ich meine, du konntest sie manchmal an gewissen Stellen, die sie am Körper hatte, gar nicht mehr anfassen. Das war schlimm, als es diese Schübe hatte. Ja, genau. Ich hatte ja auch so Schmerzschübe. Das war der Horror. Da dachte ich, ups, warum liegt das jetzt an mir? Ist sie irgendwie schlecht drauf oder hat sie schlechte Laune oder will sie dich nicht irgendwie an deiner Seite haben oder so? Und nein, ich weiß, das war es nicht. Doch davon lässt sich der Ex-Big Brother-Bewohner nicht beirren. Alex steht seiner Frau bei und versucht, für sie stark zu bleiben. Das fällt ihm jedoch alles andere als einfach. Du machst dir schon Gedanken und dann kommt eben die Diagnose, dann kommen die ersten. Ich meine, als sie da mit dem Durchbluten der Milz zu Hause war, da war ich ja zum Glück noch gerade in Bonn, war eigentlich schon auf dem Weg in meine Firma nach Lorsch runter. Und da sagte sie, ich habe totale Schmerzen, komm vorbei. Und ich sagte, klar, ne, ich bin, vergiss es, ich komme direkt wieder zu dir. Und sie krümmte sich und sagte immer so, ja, alles gut. Ich sage, nee, jetzt kommst du ins Krankenhaus. Ich dachte immer, ich habe so ein Grummeln im Bauch. Ich konnte das ja nicht so zuordnen. Nee, du kommst jetzt ins Krankenhaus. Nee, und dann fing es mit der Diskussion an, welcher Krankenwagen, der soll heimlich kommen. Auch welches gesagt, Krankenhaus? Ich wollte auch nicht irgendwo hin. Nein, das war aber klar, in welches Krankenhaus wir gehen. Und dann kam eben die Situation, wo sie eben auch in dieser Notaufnahme war und die Jungs also, dann... Also man muss ja auch sagen, die haben mich dann rausgetragen schlussendlich. Ja, ich konnte mich gar nicht mehr bewegen. Ich war bewegungslos und habe immer gesagt, nee, ist nichts. Ist nichts, genau, super Idee. Und seitdem höre ich auch gar nicht mehr drauf. Nach den langen Strapazen ist es heute vor allem Britt, die in sich hineinhört. Doch die Erinnerungen an die lange Zeit im Krankenhaus bekommt Ehemann Alex so schnell nicht mehr aus dem Kopf. Dann lagst du da eben in dieser Notaufnahme und dann haben die ja kaum noch Blut aus ihren Fingern bekommen. Mhm. Und sie war eigentlich schon eigentlich im Wegtreten. Ne? Also langsam und war eigentlich schon in der Situation, wo es eben so, wo man abrupt an alles egal ist. Ja? So, ich habe immer nur gesagt, nicht einschlafen. Mhm. Und da haben die gesagt, nee, wir müssen sie jetzt auf die Intensiv nehmen und müssen jetzt mal gucken, hat schon viel Blut verloren und weil die Milz sich eben komplett aufgelöst hatte. Und von da an war das natürlich echt. Ja, die haben mich ja erstmal stabilisiert, anderthalb bevor Tage sie operieren durften, konnten. Mit Transfusionen und Plasma. Und dabei ist natürlich, dann bist du als Mann und Ehemann, der sowieso, am liebsten hätte ich immer gesagt, ey, wir tauschen das. Ja? Wir tauschen das um, ich habe das und du kannst jetzt nach Hause fahren und ich gehe dann in die Intensivstation, alles gut. Und du kannst einfach nicht helfen, du musst aber immer noch irgendwie da sein und positiv auch bleiben, ja, weil du kannst ja nicht da hinkommen und jammern. Auch wenn er versucht, seiner Frau die Angst zu nehmen, der Unternehmer weiß ganz genau, wie ernst die Lage ist. Und du kriegst das ja von den Ärzten auch mit, was sie ja zum Teil gar nicht mehr mitbekommen hat, auch bei der Herz-OP, also vor der Herz-OP, hat sie das gar nicht registriert, was die Ärzte gesagt haben. Ich habe registriert, dass das wirklich ein harter Eingriff ist und das mit der Milz auch nur mit Glück noch auf dem letzten Drücker funktioniert hat. Das hätte alles, Stunde später wäre es vorbei gewesen. Und ich meine, da sitzt du als Mann und musst immer echt positiv bleiben. Und
Dass er seiner Frau die Schmerzen nicht abnehmen kann, ist das Schlimmste für den 56-Jährigen. Im Interview erinnert er sich besonders an eine Situation zurück. Dann die härtesten Stunden waren eigentlich die Nacht, wenn ich dann, ich war zweimal am Tag bei ihr mindestens, ne? Bin morgens mit dem Fahrrad hochgefahren, nachmittags nochmal vorbeigekommen, hab die ganzen Umzüge immer von einer Klinik zur anderen, ich war mittlerweile professionell, was das anging, die Taschen packen, auspacken. Habe dann immer Delivery Service gemacht und war immer gut drauf und habe immer versucht, alles positiv zu sehen. Und, also nicht ihr gegenüber, aber wenn ich zu Hause war, war es natürlich anders. Ja, wenn du dann abends allein auf deiner Terrasse gesessen hast, im Garten rausgeschaut hast und denkst so, ja, und dann immer, war auch morgens um drei, nachdem du da, wie viel ist es, ich glaube 18 Stunden, bevor du nach der Herz-OP aufwachen durftest, von Zeitpunkt der OP an, weil ich ja morgens dahin wollte, habe ich dem Arzt noch gesagt, ich komme jetzt morgens noch zum Tschüss sagen. Ne? Habe ich ja bei der Milz auch gemacht. Habe ich sie da in der Schleuse noch verabschiedet, auch wenn sie nichts mehr mitbekommen hat. Ich habe es aber gesehen. Und das wollte ich eben bei der Herz-OP auch machen. Und er sagte, nee, wir operieren jetzt früher. Brauchen nicht mehr zu kommen, die ist schon in der OP. Habe ich gesagt, ich will wissen, wann sie rauskommt, da will ich da sein. Das war dann morgens um 8 kam sie rein, morgens um 3, 4 kam sie wieder raus. Ne, dann bin ich um 3, 4 oben in der Uniklinik gewesen und habe dann geguckt, ob nachts da oben gesessen und habe mir das angeschaut und in dieser Notaufnahme, wo du denkst, mal, das ist ja wie... In die Intensivfalle. Intensiv, genau, in dieser Intensivstation, wo du denkst, so, was ist denn hier los? Ich hatte 20 Schläuche. Nee, mehr als 20. Das war ein Kabelsalat, wo ich dachte, da kann doch keiner mehr durchsteigen. Das war der Hammer. Das war unglaublich. Also alles von bis, das war echt. Und da war ich ja froh, dass sie wirklich lebt. Ja? Weil die OP war am offenen Herzen und die Chancen da waren 20%, dass sie überhaupt überlebt. Ja? Kaum vorstellbar, was damals in dem ehemaligen Rennfahrer vorgeht. Doch damit nicht genug. Da bist du dann schon wirklich als Mann, sitzt du da und weißt wirklich, ich hatte auch keinen, mit dem ich reden konnte. Also das ging ja nicht, weil wir das alles auch wirklich geheim gehalten haben bei uns, für uns. Und wenn ich mit anderen gesprochen habe, die haben das gar nicht so die wir verstanden. Wussten ja selber immer am Anfang nicht, was jetzt überhaupt noch kommt, woher auch. Und das ging ja, das ist ja alles in 2,5 Monaten passiert. Ja. Ne? Also das ist ja jetzt nicht so, dass das ein Prozess über Jahre war. Von der Diagnose bis wirklich zur Herz-OP waren es dann ungefähr 2,5 Monate. Ja, das ist schon, oder 2. Ja, ja. Ja. Und das ging ja zack, zack, zack. Mhm. Das war schon viel. Ja. Mhm. 2,5 Monate, die das Leben von Alex und Britt von Grund auf ändern und ihnen bewusst machen, worauf es im Leben wirklich ankommt. Nachdem sie ihr ganz persönliches Martyrium durchgestanden haben, scheinen die Eheleute stärker als je zuvor.